nach Salzburg. Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz bei seinem Amtskollegen Bundeskanzler Karl Nehammer. Jetzt die Pressekonferenz. Sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf, ich freue mich sehr, dass du heute das erste Mal offiziell als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hier in Österreich zu Gast bist. Es ist für uns auch in Österreich deshalb besonders, weil es seit über 10 Jahren das erste Mal ist, dass ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland auch wieder in Österreich ist. Warum ist das für uns so wichtig? Weil wir nicht nur Nachbarn sind, sondern wir sind Nachbarn, die eng miteinander verbunden und verwoben sind in Kultur, in der Frage der wirtschaftlichen Beziehungen. Und wenn man unsere Grenzregionen anschaut, so sind das in Wahrheit keine Grenzregionen mehr, sondern die Menschen haben schon längst in ihren Lebenswirklichkeiten, sei es als Wirtschaftstreibende, sei es in Familiengründungen, diese Grenzen längst überschritten, überwunden, und so sind wir da ein Stück weit zusammengewachsen. Für mich als Bundeskanzler der Republik Österreich ist die Partnerschaft mit der Bundesrepublik Deutschland aber auch ganz besonders wichtig, weil wir sehr oft Verbündete sind in der Frage, wie wir europäische Politik gestalten wollen, wie wir die Europäische Union weiterentwickeln wollen, natürlich immer auch in Rücksicht darauf, dass es auch dann zu unterschiedlichen Interessen kommen kann. Das, worüber ich mich immer sehr freue, und natürlich nicht nur ich alleine, sondern die österreichische Tourismuswirtschaft, ist, dass Deutschland neben den exzellenten Wirtschaftsbeziehungen in Fragen der Industrie und des Unternehmerinnen und Unternehmertums auch ein ganz wichtiger Partner ist, eines der stärksten Länder für Österreich, wenn es um den Tourismus geht. Und daher haben wir hier vielerlei Anknüpfungspunkte, die uns hier vereinen. Politisch-inhaltlich haben wir gemeinsam auch große Herausforderungen zu stemmen. Auf der einen Seite natürlich der dramatische Krieg in der Ukraine, der Überfall der Russischen Föderation auf dieses Land und damit verbunden allen Folgen, die wir gemeinsam zu stemmen haben, aber genauso wie bei sehr schwierigen und herausfordernden Fragen wie der irregulären Migration. Wenn es darum geht, auch hier neue Wege zu gehen, auch hier sind wir Partner in dieser Frage. Der Bundeskanzler und ich sind hier einer Meinung, dass wir, wenn wir tatsächlich einen effizienten Außengrenzschutz haben wollen, dass wir auch in der Lage sein müssen, rasch diejenigen, die nicht bleiben dürfen, wieder in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Aber das bedeutet eben auch, dass man stabile und tragfähige Beziehungen mit den Herkunftsländern ausbaut, aufbaut, Perspektiven schafft. Und da sind Deutschland und Österreich Seite an Seite. Denn nur wenn wir einen glaubhaften Außengrenzschutz haben, wenn wir schnelle und rasche Asylverfahren haben, wenn wir eben in geordneter Zeit für Ordnung und Sicherheit innerhalb der Europäischen Union sorgen können, gewinnen wir auch das Vertrauen der Menschen in das europäische Projekt. Natürlich ist das Thema auch Schengen erörtert worden. Auch hier habe ich die Gelegenheit genutzt, dem Bundeskanzler nochmals unsere österreichische Sicht darstellen zu können, die besondere Herausforderung, in der sich Österreich befindet. Auch da sind wir in einer Schicksalsgemeinschaft. Letztes Jahr hatte Österreich 122.000 Asylanträge und von den 122.000 Asylantragstellenden waren über 75% nicht registriert, obwohl sie ein EU-Land durchschritten haben. In Österreich gehen dieses Jahr durch eine Vielzahl an Maßnahmen gerade die Asylantragszahlen zurück. Gleichzeitig sehen wir, dass sie in der Bundesrepublik Deutschland auch wieder steigen, und wir sind eben eine solidarische Gemeinschaft innerhalb der Europäischen Union. Daher ist das Österreich nicht gleichgültig, ganz im Gegenteil. Wenn wir an dem Schutz der Außengrenzen arbeiten wollen und ihn weiterentwickeln wollen, braucht es hier die gemeinsame Vorgehensweise. Und da kann sich die Bundesrepublik auch auf Österreich verlassen. Wir werden hier Deutschland auch zur Seite stehen, wenn es darum geht, hier die Maßnahmen von Seiten der Kommission auch weiterhin voranzutreiben. Es ist einiges gelungen. Wir haben zum ersten Mal Pilotprojekte in Rumänien und Bulgarien an der Außengrenze. Wir haben ein Abkommen der Europäischen Union jetzt mit Tunesien, das aus meiner Sicht zukunftsweisend ist. Wir sind zum ersten Mal jetzt in die Lage versetzt, dass wir eben nicht nur darüber sprechen, dass wir in der Migrationspolitik an sich Fortschritte erzielen, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung sind. Da, wo Deutschland für Österreich auch ein wichtiger Partner ist und vor allem in Zukunft noch viel mehr sein wird, ist in der Frage der Energieversorgungssicherheit.
Ich darf mitteilen, und das ist für Österreich ein ganz besonderer Moment, denn exakt vor einem Jahr war die Welt noch eine ganz andere. Da war unsere größte Angst, werden wir genug Gas zur Verfügung haben, werden wir das Leben, die industrielle und die wirtschaftliche Weiterentwicklung so sehen, wie wir sie jetzt gerade erleben, oder kommt sie zum Stillstand, weil zu wenig Energie vorhanden ist. Wir haben in Österreich im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland sehr große Gasspeicher, so dass wir also einen ganzen Jahresverbrauch der Republik einspeichern können. Wir haben damals uns zum Ziel gesetzt, 90% Füllstand zu erreichen. Das ist gelungen, aber erst im November des letzten Jahres. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass wir bereits jetzt im August in der Lage sind, sagen zu dürfen, dass 90% der Gasspeicher in Österreich gefüllt sind. Das heißt, die Versorgungssicherheit für den Winter gewährleistet ist. Damit aber auch ein Stück weit gezeigt wird, dass wir weiter daran arbeiten, unabhängiger zu werden von russischem Gas. Sie wissen, das ist in Österreich eine große Herausforderung. Wir waren in einem hohen Ausmaß letztes Jahr noch abhängig, bis zu 80%. Dann hat Gazprom sein Unbehagen offensichtlich auf Auftrag des russischen Präsidenten Österreichs gegenüber gezeigt, indem die Gaslieferungen mehrfach unterschritten worden sind, und zwar dramatisch. Statt der 100% zugesagten wurden nur mehr 30% geliefert. An anderen Tagen wurde eine Überlieferung durchgeführt. Das heißt, das bringt große Probleme für unseren auch noch in teilstaatlicher Hand befindlichen Mineralölkonzern. All das ist passiert, und Österreich hat sich weder erpressen noch einschüchtern lassen, sondern ist weiter klar an der Seite der Europäischen Union gestanden, wenn es um die Frage der Sanktionen geht und um die Solidarität mit der Ukraine. Das war aber eben auch möglich, weil wir alle gemeinsam und da auch mit der Unterstützung der Bundesrepublik daran gearbeitet haben, Gasalternativen aufzustellen. Die wurden mittlerweile gefunden. Wir arbeiten an der Konnektivität zwischen Österreich und Deutschland, um davon zu profitieren, dass jetzt in sehr kurzer Zeit die Flüssiggasterminals errichtet worden sind, die auch in weiterer Folge für die österreichische Versorgungssicherheit eine nicht unwesentliche Rolle spielen werden. Und es ist auch eine Zukunftsfrage, weil Deutschland ein wichtiger Partner für Österreich sein wird und ist, wenn es darum geht, dass wir grünen Wasserstoff auch tatsächlich eben in das Herzen Europas bringen. Österreich liegt in der Mitte des europäischen Kontinents. Wir haben keine Häfen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Pipeline-Infrastruktur auch dann für den grünen Wasserstoff zur Verfügung steht. Hier gibt es viele zukünftige gemeinsame Projekte und ein ganz konkretes, nämlich dass wir den Südkorridor gemeinsam entwickeln mit Italien, um von Afrika grünen Wasserstoff über Italien nach Österreich und in weiterer Folge auch nach Deutschland zu bringen. Das sind die Themen, die uns für die Zukunft bewegen, mit dem Ziel, unabhängiger zu werden von fossiler Energie, Versorgungssicherheit für die Menschen herzustellen und weiter daran zu arbeiten, dass die gute Partnerschaft und Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen innerhalb der Europäischen Union weiterentwickelt wird. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Bundeskanzler Scholz, bitte um Ihre Ausführungen. Ja, auch von meiner Seite, lieber Karl, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den herzlichen Empfang heute hier in Salzburg. Österreich ist für uns nicht nur Nachbar, sondern Freund und Partner. Unsere Länder sind aufs Engste miteinander verbunden, und ich kann es gar nicht viel sorgfältiger schildern, als du es bereits gemacht hast. Der kulturelle und gesellschaftliche Austausch mit Österreich ist so intensiv und vielfältig wie mit kaum einem anderen Land. Unsere Verbundenheit wird auch daran deutlich, dass wir für unsere gemeinsamen Werte eintreten, für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eine internationale Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts. Ich habe mit dem Bundeskanzler soeben ein sehr gutes und auch vertrauensvolles Gespräch unter vier Augen geführt, das wir im Anschluss mit unseren Delegationen fortsetzen werden. Ein Schwerpunkt unserer heutigen Fragen lag natürlich auf dem Thema Sicherheit. Der russische Überfall auf die Ukraine stellt uns alle vor große neue Herausforderungen. Russland bedroht mit seinem brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht nur die Ukraine, sondern gefährdet auch die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur. Auf diese neue geopolitische Realität müssen wir uns letztlich alle einstellen und die nötigen Konsequenzen ziehen. Deutschland hat wichtige Weichenstellungen getroffen, um unser Land und unsere Verbündeten besser verteidigen zu können. Und angesichts dieser neuen Realitäten begrüße ich auch, dass Österreich im Juli unserer gemeinsamen europäischen Luftverteidigungsinitiative Sky Shield Initiative beigetreten ist. Dieser Krieg in Europa fordert uns alle dazu auf, unser Selbstverständnis kritisch zu prüfen und mitunter auch zu unbequemen Entscheidungen bereit zu sein. Entgegen einem jahrzehntelangen Grundsatz deutscher Politik liefern wir jetzt Waffen in ein Kriegsgebiet, damit sich die Ukraine gegen die russische Aggression verteidigen kann.
Deutschland ist fest entschlossen, gemeinsam mit seinen Partnern und Verbündeten die Ukraine politisch, finanziell, aber auch militärisch zu unterstützen, solange das nötig ist. Dabei ist jede Unterstützung unserer Partner sehr willkommen. Wir haben uns auch über die Vertiefung unserer bilateralen Zusammenarbeit und unserer Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern unterhalten. Da geht es zum Beispiel über den Korridor, mit dem wir Gas- und Wasserstofflieferungen aus dem Süden möglich machen wollen. Das ist wichtig und reiht sich ein in all die Fragen, die wir miteinander zu diskutieren haben, wenn es darum geht, wie wir eigentlich sicherstellen, dass die Energieversorgung der Zukunft gewährleistet ist. Das Wirtschaftssystem wird in Zukunft im Wesentlichen Strom und Wasserstoff benötigen, wo heute Kohle, Öl und Gas ihre Aufgaben erfüllen. Und natürlich geht es auch immer und jeden Tag darum, dass wir sicherstellen, dass wir nicht abhängig sind von Gaslieferungen aus Russland, sodass wir unsere Verbindung rechtzeitig und schnell so ausbauen, dass wir mit jeder Situation gemeinsam gut umgehen können. Die Europäische Union wird absehbar größer werden. Das ist etwas, wo wir uns nicht nur in den Mitgliedstaaten und sich die künftigen Mitgliedstaaten vorbereiten müssen, sondern wir werden uns auch beitrittsfähig machen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt einen Gesprächsprozess begonnen haben über die Frage, welche Konsequenzen hat das eigentlich etwa für die Entscheidungsstrukturen, die wir in Europa haben, damit wir mit mehr Mitgliedsländern gemeinsam bedeutsam bleiben können in einer Welt, die dann 10 Milliarden Einwohner hat und wo es darauf ankommt, dass wir als Europäische Union in den Punkten, wo das notwendig ist, auch als Union handeln können. Dazu gehört natürlich auch die Frage der Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten, um die wir uns sehr bemüht haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir da eng miteinander zusammenarbeiten. Das ist etwas, das uns miteinander am Herzen liegt. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir kommen nun noch zu einigen Fragen. Und die erste Frage bitte ORF, Herr Kofler. Bitte an den Herrn Kanzler Nehammer. Angeblich soll heute Ihr Vorgänger als Bundeskanzler, Sebastian Kurz, wegen Falschaussage vor dem Urausschuss angeklagt werden. Was bedeutet das für die Partei? Was bedeutet das für das Ansehen Österreichs im Ausland? Also zum einen ist es ja so, wie Sie sagen, es soll so sein. Es gibt noch keine offizielle Information dazu. Wenn es denn so ist, dann besteht jetzt endlich die Möglichkeit der Aufklärung. Das ist für alle betroffenen Personen auch dann da die Gelegenheit, tatsächlich eben diese Aufklärung auch anzustreben und zu leisten. Nächste Frage bitte ZDF, Herr Sommer. Ja. Eine Frage an den deutschen Bundeskanzler. Wann sollen Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum Mitglied werden? Die deutsche Wirtschaft ist ja mehr als bereit und möchte es sehr gerne. Wann sehen Sie, wann wird es soweit sein? Und die zweite Frage ist Migrations- und Flüchtlingspolitik, der Umgang mit Ungarn. Da hat ja Bundeskanzler Nehammer schon erwähnt, 122.000 Asylbewerber aus, die im Schengen-Raum hier erstmals eingetreten sind. 75% war die Zahl und dann war noch diese ungute Geschichte. Ende Mai hat Orban 700 Schlepper aus der Haft entlassen. Das ist ja alles ein sehr unsolidarischer Umgang. Haben Sie darüber geredet und wie kann man innerhalb der EU gucken, dass man eben solidarisch agiert? Deutschland steht für eine weitere Entwicklung der Europäischen Union und dazu gehört natürlich auch, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union dem Schengen-Raum beitreten können. Und ganz konkret, was Bulgarien und Rumänien betrifft, sind wir so weit zuzustimmen. Andere haben noch Fragen, wie wir wissen, aber die deutsche Haltung in dieser Frage ist klar. Und das habe ich auch den Freunden in Rumänien und Bulgarien immer versichern können. Was die Frage betrifft der Asylmigration, ist es aus meiner Sicht ein ganz großer Fortschritt, dass wir bei den Innenministern, aber auch im Europäischen Rat uns auf eine Linie verständigt haben, die im Ergebnis zu einem neuen Solidaritätsmechanismus führt, der insbesondere die Frage aufgreift, die Sie gerade angesprochen haben. Tatsächlich ist ein großer Teil der Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, die nach Deutschland kommen, und das gilt auch für manche andere Länder, gar nicht registriert, obwohl offensichtlich diese Flüchtlinge vorher in einem anderen europäischen Land gewesen sind, dort hätten registriert werden müssen und dort ihr Asylverfahren hätten betreiben müssen. Das Neue, was wir jetzt miteinander
vereinbaren wollen und wo jetzt die Verhandlungen mit dem Parlament begonnen haben, um noch vor Abschluss dieser Legislaturperiode zu einem Ergebnis zu kommen, ist, dass es einen Solidaritätsmechanismus geben soll, der erstens eine Verständigung beinhaltet, dass alle Flüchtlinge registriert werden. Und wenn das der Fall ist und damit auch Asylverfahren in den Ländern, wo sie zuallererst auftreten, betrieben werden müssen, funktioniert das ja fairerweise nur, wenn es dann auch einen solidarischen Mechanismus gibt, der dann Länder wie Österreich und Deutschland einbindet, sodass sie von denen, die da ankommen, auch weiterhin einen ihrer Größenordnung entsprechenden Anteil übernehmen. Aber eben anders als heute, nicht mehr so viele ohne Registrierung. Das ist eigentlich der Kern der so aufgeregt diskutierten Reform und greift gewissermaßen das Thema an, das Sie angesprochen haben. Denn wir müssen ja dafür sorgen, dass unsere Regeln miteinander gelten. Das geht aber nur solidarisch. Insofern bin ich sicher, dass wir einen großen Fortschritt erreicht haben in Europa, den wir ja auch gemeinsam haben bewirken können und der für uns bedeutend ist. Das gilt auch für viele andere Fragen, die da eine Rolle spielen. Der Bundeskanzler hat es auch angesprochen, dass wir die Länder, die Außengrenzen haben, dabei unterstützen, die Aufgaben wahrnehmen zu können, die da anfallen. Und dass wir einen Weg einschlagen, der letztendlich an der eigentlichen Herausforderung Fortschritt mit sich bringt. Das können nur Migrationspartnerschaften sein. Also Lösungen, die bedeuten, dass wir mit Ländern der Herkunft und des Transits vereinbaren, dass es möglich ist, zum Zwecke der Arbeit, zum Zwecke eines Studiums oder anderen von uns akzeptierten Zwecken in unsere Länder zu kommen. Das entspricht auch unseren Bedürfnissen. Deutschland braucht Millionen zusätzlicher Arbeitskräfte, um den eigenen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Das ist bei Österreich nicht anders. Aber dafür im Gegenzug mit diesen Ländern zu vereinbaren, dass sie diejenigen, die sich zu Unrecht auf Fluchtgründe berufen und deshalb keinen Schutz gewährt bekommen von unseren Institutionen und Gerichten, auch wieder zurücknehmen. Daran hapert es ja. Wenn es sich aber rumspräche, dass es zugleich einen legalen Weg gibt, zum Beispiel für eine Arbeitsmigration, nicht für alle, aber doch für einen Teil der Interessierten, die genau zu unseren Anforderungen passen. Und dass es aber keinen Sinn macht, wenn man keine Fluchtgründe, die unseren Regeln entsprechen, hat, sich auf einen langen Weg zu machen, um dann in Europa irgendwo anzukommen und die Entscheidung zu bekommen, dass man wieder zurückgehen muss und dann wieder zurückzugehen, dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass weniger sich auf diesen irregulären Weg machen und mehr ihre Hoffnung auf den regulären Weg setzen. Und genau das ist unsere gemeinsame Politik. Ich möchte vielleicht noch was ergänzen dazu, weil es gerade auch dazu passt. Österreich hat mit Marokko genauso einen Weg gewählt. Wir haben über Jahre das große Problem gehabt, dass straffällige Marokkaner, die in Österreich straffällig wurden, nicht zurückgebracht werden konnten, weil die Anerkennungsverfahren unendlich lang gedauert haben und damit auch die Effizienz des Rechtsstaates auch in den Augen der Bevölkerung ständig gelitten hat. Und jetzt ist es uns gelungen, durch Verhandlungen auf Augenhöhe, dass wir ein Abkommen erreicht haben, das auf der einen Seite einen geordneten Zuzug in den Arbeitsmarkt zulässt, der aber kontrolliert stattfindet, von den österreichischen Behörden kontrolliert, und auf der anderen Seite diejenigen, die nicht bleiben dürfen, diejenigen, die straffällig geworden sind, sehr rasch und effizient zurückgenommen werden. Das läuft jetzt seit einigen Monaten, das läuft sehr gut. Deswegen auch unsere Unterstützung für das Projekt der EU mit Tunesien. Wir verhandeln gerade auch mit Ägypten. Es ist natürlich immer effizienter, wenn die EU es als Gesamtes tut, weil sie viel stärker und kräftiger ist im Auftreten, auch in der Möglichkeit, da Win-Win-Situationen zu schaffen, also dass für beide etwas drinnen ist. Aber das, was der Bundeskanzler gesagt hat, möchte ich nur unterstreichen. Das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat wird nur dann möglich sein und gestärkt werden, wenn der Rechtsstaat auch tatsächlich funktionieren kann und auch umsetzen kann, was die Gesetze vorsehen. Und diese Kooperation ist da der einzig richtige Weg. Wir müssen den Druck von den Außengrenzen reduzieren. Und der Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, die Pilotprojekte in Rumänien, die Pilotprojekte in Bulgarien, die von der EU-Kommission finanziert werden, dass zum ersten Mal darüber auch offensiv gesprochen wird, dass Bulgarien ein Land ist, das mit dieser langen Grenze zur Türkei
eine unglaublich große Herausforderung bisher oft alleine zu stemmen hatte, dass Polizisten ermordet worden sind bei diesem schwierigen Dienst der Grenzsicherung. All das ist für Bulgarien wichtig und in weiterer Folge natürlich auch für Rumänien, aber für Österreich genauso wie für die Bundesrepublik Deutschland. Und das systemische Denken ist hier aus meiner Sicht das Einzige, das funktionieren kann, um tatsächlich auch mehr Sicherheit für die Union zu gewinnen. Ja, Ungarn, ich habe das immer hier klar gesagt, ich bin als österreichischer Bundeskanzler hier nicht naiv. 80% derer, die in Österreich aufgegriffen werden und nicht registriert sind, kommen von der ungarischen Seite. Auf der anderen Seite ist Ungarn unser Nachbar. Das heißt, wenn ich diesen Druck in unserer Grenzen reduzieren will, was jetzt auch ein Stück weit gelungen ist durch verschiedene Operationen, die wir durchgeführt haben, gemeinsam mit der ungarischen Polizei, das heißt, österreichische Polizisten versehen gerade Dienst in Ungarn, haben wir es erreicht, diesen Druck jetzt ein Stück weit zu reduzieren. Das ist der richtige Weg, das muss noch besser werden, aber es ist der richtige Weg an den Zahlen. Aber es ändert nichts daran, dass der Außengrenzschutz auch hier eine große Frage ist, dass es eine sehr intensive Grenzbeziehung gibt zwischen Ungarn und Serbien in Fragen der irregulären Migration. Deswegen ist auch so wichtig, dass man mit den Westbalkanstaaten verhandelt, sie mit einbindet in den Prozess. Österreich hatte zum Beispiel letztes Jahr einen rasanten Anstieg an Asylantragstellern aus Indien. Die Zahlen sind bis in die Zehntausende hinaufgestiegen. Und der Grund war die Visaliberalisierung Serbiens gegenüber Indien. Genauso übrigens auch wie mit Tunesien. Man konnte mit gemeinsamen Verhandlungen erreichen, dass Serbien das zurücknimmt. Da ist wiederum auch Ungarn wichtig, denn Ungarn hat einen großen Einfluss in den Westbalkanstaaten, hat eine enge Kooperation mit Serbien. Also auch hier wieder der systemische Ansatz. Es ist ein permanenter Prozess. Es ist wichtig, sich an EU-Regeln zu halten. Deswegen hat Österreich immer auch klar gesagt, ja, es ist richtig, dass die Kommission dann Verfahren gegen Ungarn einleitet, dort, wo EU-Recht gebrochen wird. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch die polizeiliche Kooperation, damit man tatsächlich Entlastung schafft. Nächste Frage bitte, Austria Presseagentur, Frau Edelbacher. Ich wollte da nochmal einhaken, weil Ungarn erwähnt wurde und der neue Asylmechanismus. Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich da in der Praxis tatsächlich was ändert, dass diese Registrierungen tatsächlich von Ungarn vorgenommen werden? Frage an Sie beide. Ja, zunächst mal, indem wir diese Regeln hier miteinander vereinbaren und das ja dann auch von allen ernsthaft gewollt wird. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt möglich. Jedenfalls ist das, was ich aus allen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs zum Beispiel, die am Mittelmeer Verantwortung haben, mitgenommen habe. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass jetzt eine jahrelang nicht vorankommende Reform tatsächlich gelingt. Es ist wie immer auch da, das Bohren harter Bretter. Sie kennen die Position Ungarns und Polens. Dennoch gibt es einen Beschluss auf europäischer Ebene. Es ist einfach wichtig, in einer Gemeinschaft sich auch an das Recht zu halten. Es gibt Institutionen dafür, die dann dafür Fürsorge tragen, dass das auch so geschieht. Und gleichzeitig braucht es auch immer wieder, und der Verantwortung ist sich Österreich ja sehr bewusst, auch in den nachbarschaftlichen Beziehungen zu Ungarn, auch hier immer wieder alles zu versuchen, damit die Ungarn auch in dieser Frage, in dem Fall auch der Premierminister Orban konkret angesprochen, ein Sicherheitspartner auch in dieser Frage wird. Wie gesagt, ich bin nicht naiv, das wird nicht einfach. Aber wenn es einfach wäre, gibt es in Österreich einen Spruch, dann bräuchte man uns in der politischen Verantwortung nicht. Letzte Frage, der Kollege vom ARD. Frage vor allem an Bundeskanzler Olaf Scholz. Hier in der Nähe wird ja immer noch kontrolliert an der deutsch-österreichischen Grenze. Ich glaube, Herr Nehammer, viele Österreicher stört das. Die müssen da nämlich durch, wenn die nach Tirol wollen. Haben Sie darüber gesprochen, wann das ein Ende nimmt, wann das vorbei ist? Und vielleicht auch bei Ihnen, Herr Scholz, kleiner Gruß aus Berlin. Stimmt es, dass Sie den Gesetzentwurf von Frau Paus schon gelesen haben? Also, was das Erste betrifft, wir haben einen sehr pragmatischen Umgang in dieser Sache. Wir haben Verständigung mit der Schweiz, auch über gemeinsame Patrouillen jenseits der Grenzen, Rückweisungen, die auch von der Schweiz vorgenommen werden, im Hinblick auf Einreisen nach Deutschland, also eine enge Kooperation. Wir kooperieren mit Österreich, da gibt es das Grenzkontrollregime, das wir haben. Die gleichen Fragen stellen sich an anderen Grenzen und das wird mal so sein. Aber gegenwärtig ist das angesichts der Zahlen, die wir gemeinsam kennen, etwas, das unverzichtbar ist, genauso wie Österreicher seinerseits auch an anderen Stellen Kontrollen vornehmen muss, sage ich so. Wir müssen sehen, dass wir das ganze System auf
gute Füße stellen. Und das ist die Reform, über die ich eben gesprochen habe. Und solange das alles nicht funktioniert, werden wir uns immer mal auf irgendeine Weise ganz pragmatisch helfen müssen, wie zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze. Was betrifft die Fragen der Kindergrundsicherung, da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt. Und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind mit 99%, vielleicht sind es nur 98, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Ausführungen. Ihnen vielen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, soweit die Pressekonferenz der beiden Bundeskanzler Scholz und Nehammer, Deutschland und Österreich. Gewissermaßen war das ein Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz. Nach anderthalb Jahren im Amt ist er zum ersten Mal offiziell in Österreich, genauer gesagt eben in Salzburg, zu Besuch. Und am Anfang klang es ja an, 10 Jahre war kein deutscher Bundeskanzler offiziell in Österreich. Das ist eine bemerkenswert lange Zeit. Wie ich finde, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, das große Thema, also die illegale Migration in die Europäische Union via Österreich auch. Österreich ist ja ganz stark davon betroffen, wie Kanzler Nehammer das Ganze ja ausführlich beschrieben hat. Darüber hinaus wichtiges Thema, auch Thema der Kooperation zwischen Deutschland und Österreich, die Energieversorgung, ein ganz wichtiger Punkt, und auch die zukünftige militärische Ausrichtung. Sie haben ja Kanzler Scholz gehört, Österreich ist ja dabei in Sachen Luftverteidigung jetzt mit ins Boot gekommen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang beim Stichwort Ukraine, auf das Scholz ja besonders abgehoben hat, hat der deutsche Kanzler ja so einen Hinweis gegeben, jeder ist willkommen mitzuhelfen, jeder Partner. Das war ein freundlicher, aber doch sehr deutlicher Hinweis Richtung Alpenrepublik. Denn die Österreicher sind ja, was die militärische Unterstützung angeht, verhalten sie sich völlig neutral. Da berufen sie sich quasi auf ihren historischen Neutralitätsstandpunkt. Und das ist natürlich auch, gerade weil viele Österreicher auch auf die Politik in Deutschland schauen und auf die Waffenlieferungen von Deutschland in Österreich, heiß diskutiert und auch sehr umstritten. Umstritten ist auch der Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Das klang ja gerade an. Sie haben die Eilmeldung gesehen. Jetzt ist ja gegen ihn offenbar Anklage wegen Falschaussage erhoben worden. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung nach seiner Kanzlerschaft und findet jetzt ja offenbar vor Gericht dann irgendwann seine Fortsetzung und seinen Abschluss. So viel zunächst für den Moment dazu. Zum Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Österreich, genauer gesagt in Salzburg. Jetzt schauen wir nach Deutschland und zwar auf die Gesundheitsversorgung in diesem Lande. Heute findet eine öffentliche Sondersitzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung statt. Mit anderen Worten, die Ärzte schlagen Alarm. Der Grund, sie sehen die flächendeckende ambulante Versorgung in Deutschland als gefährdet an.